Hi Paul, du bist ja hier in deiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Ja, erzähl doch mal, wie bist du zu der Ausbildung gekommen? Ja, also da ich ja sowieso als Kind schon immer viel mit Autos zu tun hatte und dann privat irgendwann selber angefangen habe zu schrauben, wie zum Beispiel am Mofa oder mal zusammen mit dem Papa am Motorrad oder an auch verschiedenen Autos. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist auch ein guter beruflicher Weg, den ich einschlagen könnte. Habe dann mich zu ein paar Praktikas beworben gehabt, habe eine Ausbildung begonnen hier in der Leukgruppe, was auch alles sehr unproblematisch geklappt hat. Und so kam ich dann jetzt im Endeffekt auf die Ausbildung. Das klingt sehr gut. Wie sehen denn die Rahmenbedingungen der Ausbildung aus? Alle Azubis oder alle Mitarbeiter in der Leukgruppe haben mindestens 30 Tage Urlaub. Die Ausbildung geht 3,5 Jahre lang und ich werde nach dem Tarifvertrag von der IG Metall bezahlt. Okay, wie sehen denn zurzeit deine täglichen Aufgaben aus? Meine täglichen Aufgaben sind, da ich jetzt am letzten Layer bin, arbeite ich halt sehr viel alleine. Ich habe eine eigene Hebebühne, eine eigene Kiste mit einem Azubi-Kollegen zusammen. Da packe ich dann halt Neuwagen aus, mache mal eine Inspektion, mache mal einen Ölwechsel und so wechsle ich das alles ein bisschen ab. Jetzt bevor ich alleine gearbeitet habe, habe ich jede Abteilung mal durchgemacht. Das heißt, Karosserie einmal durch, Inspektion einmal durch, Hochvolt einmal durch, dass man halt wirklich jede Facette von dem Beruf mal kennenlernt und auch mal lernt. Das klingt ja super vielschichtig. Was hat dir denn daran am meisten Spaß gemacht? Das Zusammenarbeiten mit den Kollegen, das heißt, dass man auch immer halt nicht alleine ist, dass man eine ganze Zeit Kollegen um sich hat, die man auch dann immer kennt und mit denen auch man zusammenarbeitet und dann auch eigene Ideen halt einbringen kann. Dann fragt der eine mal, ja, hast du vielleicht eine Idee, wie man das machen könnte? Dann probiert man, überlegt man und dann kommt man zusammen auf eine Lösung und dann weiß man beim nächsten Mal direkt, ah ja, dann kann ich das erst so machen, weil wir es ja letztes Mal gelernt haben. Und ja, dieses Vielfältige gefällt mir halt sehr gut. Das klingt sehr gut. Weißt du denn schon, was du nach deiner Ausbildung machen möchtest? Ich würde mich gerne weiterbilden zum Meister und zum Servicetechniker. Man kann auch die Richtung Hochvolt gehen, dass man halt einen Hochvolttechniker macht. Aber ich denke mal, dass ich in die Richtung Servicetechniker gehe. Okay, dann viel Erfolg dabei. Dankeschön. Jetzt habe ich noch ein paar schnelle Fragen an dich. Gerne. Was ist denn dein Lieblingswerkzeug? Das Sriracha. Hast du ein Lieblingsauto? Der Audi R6 gefällt mir ganz gut. Okay, gibt es einen Lieblingsort im Autohaus? Der Teildienst ist ganz schön, weil man da ganz viele Kollegen trifft, die ja mal lustig drauf sind. Und dann kommen wir mal wieder zum Lachen während der Arbeit. Und ja, da begebe ich mich ganz gerne hin. Okay, was ist denn der lustigste Witz, den du kennst? Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Ich weiß nicht. Carlos. Der ist gut. Was sind denn die ungeschriebenen Gesetze deines Arbeitsplatzes? Dass man vielleicht nicht pfeifen sollte, da viele Kollegen halt bei Radioliedern, die mal gerade laufen, mitpfeifen und das vielleicht nicht so ganz schön, aber mal laut. Und das wäre ein ganz gutes Gesetz, dass man halt nicht pfeifen sollte. Oh je, okay. Wenn du Fragen zur Ausbildung hast, schick uns doch gerne eine Mail oder slide in unsere DMs.